Wahoo. Puh, ich glaube, ich habe meinen Gefallen an diesem Spiel gefunden. Die Sache ist nämlich die, ich habe rausgefunden, und wenn ich war mal so intelligent als Ausnahmezustand, bin ich ja in diesem Spiel so selten, mal die Flüchtenoption würde ich öfter zu benutzen. Das heißt, das hat mehrere Vorteile. Ich muss mich zum einen nicht bei Klatschka, was soll das für eine Billigdruckmuschel, wieder hochheilen, was allerdings kein, obwohl, das ergibt keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe, weil das kann man ja. Erstens habe ich das getan und zweitens kostet das ja nichts. Aber die Sache ist die, dass ich halt durchkomme, ohne dass mein Inventar zugemüllt ist. Das heißt, ich muss mich nicht wegen Inventar Platzzuständen wieder raus teleportieren und naja, das hat schon seine Vorteile. Warum ich jetzt gerade Maulwürfe umniete und warum die hier immer noch rumgurken, ist mir ein Rätsel. Warte mal, was sagten? Ich sollte mal mich mal auf die Gruppe wieder zentrieren. Das war gerade irgendwie ein wenig fehlerhaft. Gut, es geht doch wieder. Und was Stockwerk 4 angeht, das sollte ich eventuell nochmal zeigen. Wie ging das nochmal? Genau so ging das. Hier rechts ist eine Grenze, also da komme ich eben. Also man hat nicht viel verpasst, außer dass ich hier noch einen Rohstoff gefunden habe. Alles andere waren noch zusätzliche Gänge, die zu exakt selben Wegen geführt haben, die ich auch gegangen bin. Hier rechts, wie gesagt, kommt man scheinbar nicht hin. Ich weiß nicht, ob da jetzt momentan an dem aktuellen Zeitpunkt liegt oder ob so mal Stockwerk 5 auf dem Weg nach oben hier gibt. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber Stockwerk 5, 4 ist somit erstmal fertig. Neuer Rohstoff. Was für eine? Kann ich den abbauen? Nee, ich habe nicht die Fähigkeiten dafür, weil ich mich momentan auf die Off-Kampfs Sachen spezialisiert habe. Das kann ich mir schon markieren. Und daher fehlen mir die halt die Sammeldinger. Ach, ein Kampfstier. Okay, ich werde ihn einfach mal nehmen, weil um zu gucken, ob ich ihn diesmal einigermaßen gut schaffe. Mit Feuer und so ein Zeugs. Und ich weiß es ja nicht. Hatte ich ja letztes Mal nicht dabei gehabt. 23. Also was mir bei den Kampfstehen was mir bei den Foren aufgefallen ist, nehmen sehr guten Schaden durch, die durch normale Angriffe, aber die hier nehmen scheinbar durch Magie wieder ein bisschen mehr. Also das ist immer unterschiedlich. An den Force kann man sich also schon mal nicht orientieren, wenn man sich auf die Schwächen der Feinde einstellen möchte. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass Köder sehr effektiv ist, wenn man gegen viele Feinde kämpft. Ich glaube, jedes Mal, wenn ein Freund angegriffen wird, wird der Angriff gekontert. Ich kann aber nichts Genaues sagen, weil ich es noch nicht in der Art getestet habe. Nun gut. Gehen wir doch mal weiter. Ich schätze mal, dass Stockwerk 5 ein bisschen größer sein wird als 4. Wie gesagt, es ist schon wieder über einen Monat her, dass ich das letzte Mal das Spiel gespielt habe und dass ich vor allem in Stockwerk 3 war. Und eine Kiste und ein Kampf. Man darf jetzt dreimal raten, was für ein Feind das gewesen ist. 3, 2, 1, es war noch ein Kampfstier. Saufeder oder Saufeder? Was ist eine Saufeder? Das wollen wir herausfinden. Schauen wir doch mal. Ach, das Ding ist ein Saufeder. Ich hab. Warte mal, das kann sogar ein Bade tragen. Aber das werden wir natürlich nicht tun. Wir werden die Sache Jaffal in die Hand drücken. Saufeder. Unterbrechungen bleiben uns auch immer noch nicht erspart, aber da ich ja eh gerade im Menü war. Ich kann jetzt auch das Siebmesser von Tyra aus durch das Kurzschwert von Dings austauschen. Macht die Sache natürlich äußerst praktisch. Was hat denn der Lederdruck für einen Effekt gehabt? Da gab 5 TP. Wo ist der Sinn? Da kann man gleich ein rotes Amulett tragen. Ich nix wissen. So. War das wirklich ein langer Gang hier? Dann haben wir schon mal eine ziemlich gute Waffe gefunden. Die hat doppelt so viel Angriffskraft wie die Rest der ganzen Teile. Das werde ich auch in diesem Kampf mal austesten. Na gut. Nee, Schnitt. Es waren epische 60 Schaden an einem Maulwurf. Auch wenn ich mich nie auf Maulwürfe beziehen möchte, weil die Dinger nicht so viel Verteidigung haben. Schnitt. Ich stelle mir gerade vor, wie viel Schaden ich doch mit im Entzug machen würde. Oh. Was ist das denn für einer? Und warum spawnt er jetzt erst? Na gut, er wollte es wohl so haben. Ein Wolf. Muss ich Angst haben?
Gut, wir werden mal einen Zug benutzen. Rückschutz ist ja auch immer ganz nett. Ja, ich werde kein Verschanzen nutzen, weil Verschanzen verschwindet ja nachher wieder, wenn ich zu viele Buffs drauf habe. Schutz ist da ein bisschen versibler. Auch wenn Verschanzen schon mal die Verteidigung stark wird, aber Tyra ist ja eh nicht so todesgefährdet. 73 Schaden mit einem Zug, das ist die Rettung. Damit könnte ich die sogar die Ingrims nachher umnieten. Wenn ich irgendwann dahin komme. Der Wolf ist so gut wie tot, wenn ich allen das richtig jetzt so mache. Das ist geil, das ist genial. Wirklich, vor allem, wenn ich noch Mut dazu zaubere, macht er noch mehr Schaden. Und den Zug kostet er gerade 4 Dinge, das ist ja gar nichts. Ja, das ist ein Wolf in 2 Zügen, das ist genial, wirklich. Krass. Saufeder. Okay, damit kommen wir wieder in alte Bereiche zurück. Ich werde mal die Möglichkeit nutzen und mich schnell heilen. Am besten mit ihr, weil mein Medikus braucht im MP meistens noch. Und Pirschen kann ich mal wieder aktivieren. Das verringert die Chance auf Feindkontakt. Zwar wird er nicht vermieden, aber das wird... Es braucht, glaube ich, mehr Schritte, bis wir welchen treffen. Das war auch mal interessant. Ich habe einen Kampf in einer Runde gekriegt, weil... mit Saufeder mache ich sogar an den Dingern für sich Schaden plus. Das ist wirklich genial, muss ich sagen. Aha. Ein rätselhafter Kristall von Efeu eurem Rang blockiert euren Weg. Es scheint nicht weiter zu gehen. Ach, die kennt man schon. Das werde ich auch mal schnell markieren auf meine gute alte Art und Weise mit einer Tür. Aber ich werde einfach mal eine Notiz noch dran setzen. Kristall. Sorry, aber das wird nicht geschnitten, weil... Dann seht ihr mal, wie das geht. So, nach 10.000 Jahren wieder mal, weil ich schon ewig nichts mehr markiert habe. Auf diese Art und Weise, meine ich. Das war gerade ein recht interessanter Kampf, denn es war... Denn die Kampfeber oder Stiere kommen nicht einzeln. Er wurde gerade von 2 Ahorn-Teilen da begleitet, von diesen Holzdingern. Was natürlich nicht schlimm war. Die beiden meinten nämlich, meine Verteidigung senken zu müssen. Und... Nun ja, zum Glück konnte ich den Kampf eben auf die gute alte Ein-Runden-Taktik niedermetzeln, sonst hätte das ein Problem gegeben. So, wie wär's denn mal mit dem Angriff? Und Feuer und überhaupt, ich werde mal komplett offensiv gegen ihn vorgehen. 18 von Corti, sehe ich es richtig? Kritischer. Kracker, shit. Ich stelle mir gerade einen Zug mit Moral-Buff noch vor. Doch tot, der ist wirklich tot, dann brauche ich nicht mehr eine Fähigkeit zu benutzen. Das macht die Sache ganz schön angenehm, gegen Foes zu kämpfen, wenn ich die einfach in 2 Runden kaputt klopfen kann inzwischen. Was so eine Waffe und eine neue Magier ausmachen kann, ist echt ein Wunder. Und bald habe ich Level 15 mit den meisten. Ah, ein Wolfspelz endlich mal. Das riecht ja förmlich nach neuen Gegenständen. Du brauchst deine Mana eh für nichts anderes, von daher heilst du dich mal schnell damit. Juhu, ein Wolfspelz. Wollte ich immer schon mal haben. Weiß ich ja nicht. Der Wolfspelz ist auch schön. Und leider ist das ja vom Tierschutzverein nicht wirklich vereinbar. Blöd. Aber okay. Scheinbar wurden die blauen Pillen auch den Maulwürfen verabreicht. Die gibt es nämlich wie Sand am Meer. Und sobald dann meine ganzen Leute mal Level 15 erreicht haben sollten. Noch ein Wolf? Ich komme nicht klar. Na, jetzt machen wir so schnell, wie es geht. Nämlich so, wie es auch gedacht ist. Ich könnte mal den nächsten Kampf mit Flammen machen, falls ich denn noch Mana hätte dafür, aber... Wayne! Das ist ganz einfach nur Wayne. Oh, 40 an Jaffa, aber da hält sie eh wieder voll, weil der 80 Schaden mit seinem Dings macht und hält er wieder die Hälfte voll. Das ist ja das Geile an den Zug. Und... Es ist eigentlich logisch, dass Wölfe nicht gegen, Frost empfinde ich, wenn man mal nachdenkt. Ich meine, die haben ja einen Pelz dagegen. Na gut, einen Pelz habe ich jetzt. Muhahaha. Das heißt, ich bin gegen Frost immun. Nein, ich kann ihn ja nicht anziehen. Ich kann ihn nur verkaufen. Und noch ein Wolfspelz. Ich glaube, die sind ganz gut Geld wert gewesen. Ach komm, ich kann jetzt schon die Fähigkeiten verteilen. Dieses ein Truse da oben, Jaffal, kann ruhig mal eine Runde warten. TPO, Plünder ist verfügbar. Gut, das... Naja. Lerne ich vielleicht später nochmal nach.
Die Frage ist, was vielleicht mit ihm jetzt noch. Ihm jetzt noch tolles. Plündern, TP auf. TP hoch 10. Er hat noch gar keinen TP hoch, sehe ich da gerade. Salbe 2 könnte ich aber auch Heilkunst 5 und Heilen 2 auf 3. Das klingt sehr unattraktiv. Immun braucht Heilkunst und Salbe. Aber. Warte mal. Mischrader können tödlich angriffen mit einem 1 KP überleben. Warte mal, das ist doch. Ah, Alkur heilt alle Statuslenden. Das ist doch mal genial. Stellt für wenig alle Mitstreiter. Mit 4 TP heile ich alle Leute hoch mit heilender Hand. Und mit 1/4 der HP brauche ich noch 3 Punkte. Also 4 Level könnte ich das sogar lernen. Aber ich habe ja Salbe, von daher weiß ich nicht genau, ob das so sinnvoll ist. Nun gut, du könntest inzwischen mal genesen lernen. Ja, das heilt mich im Kampf.